Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus meiner kleinen, aber feinen Fahrradwerkstatt Lotta. Heute gibt es mal wieder ein schickes Video für euch. Es geht heute um das Knacken am Fahrrad. Ja, jeder kennt's und jeder fragt sich dann, sieht man's? Ist my bike okay? Ich finde das T-Shirt einfach geil. Heute soll es darum gehen, welche Bauteile am Fahrrad knacken eventuell, wo kommt das Knacken her und was könnt ihr dagegen tun? Klar kann ich nicht bei jedem Bauteil euch jetzt ganz genau erklären, was ihr dann machen müsst, was ihr wie fetten müsst eventuell, was ihr wie auseinanderbaut. Dafür gibt es auf meinem Kanal schon einige andere Videos, die dann speziell für einen Bereich zum Beispiel sind, der dann knackt, wie man den wartet. Werde ich dann aber auch alles unten verlinken. Das heißt, ihr schaut euch jetzt das Video an, checkt es an eurem Bike dann alles aus. Dann wisst ihr, okay, bei mir knackt das und das Bauteil. Sucht euch das passende Video unten aus der Videobeschreibung und dann könnt ihr loslegen und danach hoffe ich, dass das Knacken weg ist. Aber es ist auch immer so ein bisschen eine Suche. Also es kann sein, dass ihr mehrere Sachen, sage ich mal, warten müsst, um dann schlussendlich das rauszufinden, was dann wirklich knackt. Legen wir los mit dem allergrößten Problem oder mit dem Bauteil, was ganz, ganz oft Knacken verursacht, und das ist der Steuersatz. Jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht, ja, was ist denn jetzt der Steuersatz? Der Steuersatz ist eigentlich einfach nur eine Lagerung im Rahmen, die eure Federgabel im Rahmen hält und dafür auch sorgt, dass ihr lenken könnt und auch dafür sorgt, dass die Federgabel im Rahmen kein Spiel hat. Und wenn die Federgabel im Rahmen zum Beispiel Spiel hat, dann kann das zwei negative Aspekte haben. Erstens, durch dieses Spiel kann beim Fahren Dreck in die Lager, in die Kontaktflächen des Steuersatzes, der besteht aus mehreren Bauteilen, und dazwischen kann Dreck reinkommen, wenn der Spiel hat. Ja, und dieser Dreck knackt dann. Das nächste ist, diese ganzen Bauteile, die ja aufeinander gepresst werden oder aneinander liegen oder verschraubt werden, die müssen an bestimmten Stellen gefettet werden. Wenn die nicht gefettet sind, dann kann es auch ein Knacken verursachen. Was das jetzt genau ist, wie so ein Steuersatz aufgebaut ist, das könnt ihr euch in einem anderen Video anschauen, bei einem Steuersatz-Service-Video. Gibt es natürlich jetzt verschiedene Steuersätze. Ich habe ein Video, wo ich das an einem Downhill-Bike mache, wo ich das an einem, sage ich mal, normalen Hardtail mache und an einem Fully mache, wobei die sich nicht viel unterscheiden. Also wenn bei euch der Steuersatz knackt, dann müsst ihr euch dieses Video anschauen. Und jetzt zeige ich euch ganz kurz noch in der Praxis, wie ihr das dann überprüfen könnt an eurem Fahrrad. Hier haben wir jetzt ein relativ altes Hardtail, aber an der Technik hat sich nach wie vor nichts verändert. Das hier ist euer Steuersatz. Ihr habt eine obere Steuersatzschale und eine untere Steuersatzschale. Und dann habt ihr hier eure Federgabel. An der Federgabel habt ihr euren Gabelschaft. Der geht bis hoch, bis hier oben und wird dann mit einer Schraube fixiert. Und das Ganze hat natürlich ein Spiel und dieses Spiel müsst ihr einstellen. Und am einfachsten findet ihr heraus, ob euer Steuersatz Spiel hat, wenn ihr die Vorderbremse drückt und dann das Rad nach vorne und nach hinten schiebt und dann einfach mal hier hinlangt, ob ihr hier ein Spiel merkt. Ja? Der hat jetzt kein Spiel, das Fahrrad habe ich jetzt erst gemacht. Das Einzige, was hier noch ist, ich kann die Bremse fast durchdrücken ohne Bremswirkung. Aber das ist ein anderes Thema. Also hier einfach mal schauen, ob der Steuersatz Spiel hat. Weil das habe ich ja eben schon erklärt. Das kann eben schon sehr schnell dazu führen, dass Dreck reinkommt oder ein Knacken ist. Das solltet ihr auch immer mal während der Fahrt oder wenn ihr unterwegs seid, mal kurz kontrollieren, ob das Spiel da ist. Weil das wirklich sehr schade ist, wenn hier ein Spiel ist, weil ihr euch euren Steuersatz eben sehr schnell dann kaputt macht. Wenn das allerdings kein Spiel hat, dann müsst ihr natürlich einen Steuersatzservice machen. Machen wir weiter. Ein weiteres Bauteil, was sehr gerne Knacken verursacht, haben viele nicht am Schirm. Zeige ich euch ganz kurz. Moment. Das ist dieses wunderschöne Bauteil hier. Euer Sattel inklusive Sattelstütze. Auf der einen Seite kann es sein, dass eure Verbindung zwischen Sattel und Sattelstütze knackt, weil hier natürlich trotzdem immer gerne ganz viel Dreck reinfliegt. Deshalb empfiehlt es sich auch mal, hier einfach mal den Sattel zu demontieren, das Ganze schön sauber zu machen, wieder zu montieren, und oft ist dann ein Knacken schon weg. Wie merkt ihr das jetzt, ob das daher kommt? Wenn ihr zum Beispiel auf eurem Fahrrad sitzt und ihr habt so beim Draufsitzen oder beim Treten immer ein Knacken, dann kann es natürlich Sattel oder Sattelstütze sein. Jetzt habe ich oft schon gesagt, Sattel oder Sattelstütze. Es kann nämlich auch sein, dass die Kontaktfläche zwischen Rahmen und Sattelstütze, dass die knackt. Ja, euer Sattel, der steckt ja so im Rahmen drin und der wackelt ja hier hin und her, wenn ihr da drauf hockt. Also in echt wackelt er nicht, aber da habt ihr ja die Kräfte, die so wirken. Und diese Fläche hier sollte natürlich auch sauber sein. Man sollte da auch einen ganz dünnen, leichten Fettfilm drauf machen. Allerdings nur ganz dünn. Also ich mache es wirklich so. Und wenn ich den jetzt ausgebaut habe, ich nehme hier ein Reinigungstuch
macht die Sattelstütze mal richtig schön sauber, ja, ruhig wegen mit Bremsen reinige. Und dann nehme ich wirklich so ein bisschen Fett auf die Finger, schmiere die so ganz leicht ein, dass so ein ganz dünner Fettfilm drauf ist und dann einfach wieder ein Bike montieren. Und dann knackt die Sattelstütze auch nicht mehr. Also Sattelstütze und Sattel wirklich, habe ich ganz oft in der Werkstatt, Leute hocken sich auf ihr Fahrrad, es knackt, es ist die Sattelstütze oder der Sattel. Weiter geht's mit einem weiteren Bauteil, was knacken könnte. Ja, auch klein, aber fein, sehr wichtig. Das sind die Pedalen. Pedalen knacken auch sehr gern, vor allem wenn die Pedalen anfangen Spiel zu kriegen. Also wenn die Pedale ist jetzt kaputt, das ist meine alte aus dem Daumenhiller. Da hat jetzt hier die Achse schon leicht Spiel, ich kann das hier bewegen. Und da kommt natürlich mit der Zeit auch Dreck rein. Die Schmierung in der Pedale geht auch weg. Also wenn ich die hier drehe, man hört es richtig, wie trocken das innen ist. Da ist ja ein bisschen Fett mehr. Und das kann dann auch ein Knacken oder oft so ein Quietschen verursachen. Also oft hört ihr es auch, wenn die Pedale eingebaut ist und ihr dreht die Pedale so an, dann macht es oft so ein... Ja, das hört sich jetzt komisch an, aber das ist in der Praxis so. Und dann solltet ihr vielleicht mal eure Pedalen auseinanderbauen und schmieren. Habe ich auch ein Video dazu, ist leider schon ein bisschen älter, werde ich vielleicht mal ein aktuelles zu machen, ist aber eigentlich auch nicht viel dabei. Weiteres Bauteil an eurem Fahrrad, was knacken kann, das ist eure Tretgarnitur, ja, eure Kurbel. Die ist natürlich auch irgendwie im Rahmen montiert. Das Ganze ist mit einem Innenlager montiert, ja, so ein Innenlager kann so aussehen. Das ist ein wunderbares Innenlager, GXP ist es jetzt. Und das wird von beiden Seiten einfach in den Rahmen eingeschraubt. Da habt ihr schon die erste Fläche, die ein Knacken verursachen kann. Wenn ihr zum Beispiel beim Einbau oder auch oft bei Neurädern, wird da leider zu wenig Fett- oder Montagepaste verwendet, dass dann diese Kontaktfläche das Knacken verursacht. Ich meine, ihr müsst überlegen, das ist euer Lager. Das steckt in eurem Rahmen. Dann habt ihr noch eine Kurbel, die steckt da auch drin. Und wenn ihr jetzt tretet, dann habt ihr ja immer hier abwechselnd die Kräfte auf diesem Innenlager. Und wenn da schlecht gefettet ist oder keine Montagepaste verwendet worden ist, dann knackt es. Also das ist natürlich, wenn es auf der Seite knackt, dann müsst ihr das ganze Innenlager rausbauen. Es kann aber auch einfach sein, dass die Kontaktfläche zwischen Kurbelwelle und Innenlager nicht gefettet ist. Ja, ihr müsst hier auf diesen Gleitflächen, wo die Kurbelarme dran, also an der Welle, die im Innenlager steckt, müsst ihr auch Fett dran machen, dass ihr diese Kontaktfläche hier eben gefettet habt. Ja, wenn das nicht der Fall ist, kann das eben auch knacken. Und das ist auch ganz oft in der Praxis ein Beispiel, wo zum Beispiel mit der Zeit einfach Dreck reinkommt. Ihr habt zwar hier bei einem, sag ich mal, halbwegs modernen Innenlager eine Dichtung dran, aber mit der Zeit kommt da trotzdem Dreck, Flüssigkeit, Staub rein. Der setzt sich dann hier drin ab und dann knackt es irgendwann. Was hilft da? Kurbel rausbauen, alles sauber machen, neue Fetten, wieder zusammenbauen, fertig. Also das hilft eigentlich in 100% der Fälle, wenn es die Kurbel ist. Jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht, okay, woher weiß ich denn jetzt, dass es die Kurbel ist? Es könnte ja zum Beispiel auch mein Rahmen an sich sein. Wenn ihr zum Beispiel ein vollgefedertes Rad habt, habt ihr überall am Rahmen Gelenke, Lager, ihr habt die Dämpferbuchsen, also ihr habt bei einem vollgefederten Bike ja ganz viele Gelenke noch mit drin. Und bei denen gilt natürlich jetzt das gleiche Prinzip wie hier. Ihr habt ein Lager, ihr habt meistens Schrauben oder Wellen, die durch die Lager durchgehen, auf die Kräfte wirken, die gefettet sein müssen. Und wenn da irgendwo Dreck drin ist oder Staub, dann knackt es. Und da ist es natürlich jetzt schon interessant, bei einem vollgefederten Bike dann rauszufinden, wo das Knacken jetzt wirklich herkommt. Und da möchte ich jetzt so ein bisschen noch meine Herangehensweise euch erklären, wie ich da dann rangehe. Und das möchte ich euch jetzt einfach mal an dem... Was habe ich gerade da? An dem Decoy von dem Bernd zeigen. Denn sein E-Bike habe ich gerade in der Werkstatt. Da knackt zum Beispiel der Steuersatz. Und da zeige ich euch jetzt einfach mal, wie ich dann da quasi durchgehen würde, wenn jetzt ein Knacken ist. Wie ich da so technisch rangehe. Also, ich habe jetzt hier mal zwei Bikes. Ne? Ihr seht schon, Hardtail und ein vollgefedertes. Tatsächlich sogar ein E-Bike. An der Stelle ganz kurz, weil wenn ihr ein E-Bike habt, kann natürlich auch ein Knacken vom E-Bike-Motor kommen. Oder vom Akku, ganz wichtig, der Akku ist ja auch in den Rahmen eingebaut. Und wenn der Akku zum Beispiel im Rahmen klappert, dann habt ihr natürlich vielleicht auch ein Knacken oder Klappern. Oder wenn der Motor nicht richtig angezogen ist, kann der auch klappern. Oder wenn der Motor, also wenn im Getriebemotor was nicht richtig geschmiert ist, kann eben auch der Motor Knacken verursachen. Also für die, die ein E-Bike haben, kann natürlich auch vom Akku ein Motor kommen. Da aber dann selber nicht groß rumbasteln, am Akku noch ja, da könnt ihr noch rumbasteln.
und schauen, wo das Knacken herkommt, aber am Motor wirklich vorsichtig, da dann eher in die Werkstatt kommen. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema zurück. Unsere Kurbel, ja, dieser Kollege hier, wie finden wir raus, ob der knackt? Naja, wenn ihr jetzt zum Beispiel fahrt, ihr seid jetzt hier unterwegs, pipapo, und ihr tretet hier voll rein und es knackt, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass es die Kurbel oder das Innenlager ist. Es kann aber auch der Rahmen sein. Deshalb beim Fahren einfach mal die Beine hoch und dann ein bisschen so auf dem Bike hin und her wippen. Und wenn es dann auch knackt, dann kann es nicht die Kurbel sein. Logisch, weil die Kurbel dann ja nicht belastet ist. Bei einem Hardtail sehr unwahrscheinlich, weil ihr nicht mehr viel habt, was knacken kann, wenn ihr so fahrt. Wie ihr auch rausfinden könnt, ob es definitiv die Kurbel ist, Pedale in die unterste Stellung und dann einfach mal draufstellen und dann Bremsen ziehen und einfach mal draufstellen, ob da irgendwas knackt. Ja? Dann auch mal kontrollieren, ob die Kurbel nicht irgendwie Spiel hat. Also hier einfach mal am Kurbelarm ziehen und wackeln, dass der fest sitzt. Wenn der natürlich locker ist und Spiel hat, kommt auch Dreck rein und es knackt. Ist immer das Gleiche, ne? Aber ansonsten ist es jetzt schwierig, wenn ihr dann wisst, das Knacken kommt von der Kurbel, ist es sehr schwierig herauszufinden, ob es jetzt der Kurbelarm ist, also die Verbindung Kurbelarm-Welle, ob es die Verbindung Welle-Innenlager ist oder ob es die Verbindung Innenlager-Rahmen ist. Das müsst ihr ausprobieren. Da gibt es noch keinen Trick für, wüsste ich zumindest keinen. Das muss man ausprobieren. Und dann kriegt man das auch hin. Habe ich aber auch Videos zu, auch schon zu verschiedensten Kurbelsystemen, also da seid ihr eigentlich gut versorgt. Es kommt ein bisschen darauf an, was für ein Antrieb und was für eine Kurbel ihr hier fahrt. Und jetzt kommen wir zum vollgefederten Bike und da wird es natürlich spannend. Erstes Problem, ja, bevor wir anfangen, zeige ich euch gleich mal. Also knacken der Steuersatz hört sich... jetzt hört man es nicht. Hört das? Er ist locker und knackt und hat Spiel und ist ekelhaft. Oh ja, da war's. So hört sich ein knackender Steuersatz an. Wir wollen uns aber jetzt anschauen, was ihr macht, wenn eventuell der Rahmen knackt. Also nicht einfach aufs Bike draufsetzen, einfedern und oh ja, es knackt, weil dann könnte es ja auch wieder der Sattel oder die Sattelstütze sein. Deshalb wirklich am Rahmen packen und dann wirklich mal gescheit einfedern. Ihr habt es jetzt gehört, Steuersatz knackt, hört man natürlich dann auch. Aber wenn der Steuersatz in Ordnung ist und die hier einfedert, so, dann hört ihr jetzt nichts. Aber wenn jetzt euer Rahmen oder irgendwas im Rahmen wäre, würde es knacken. Und wenn es jetzt knackt, kann es verschiedene Ursachen haben. Hier sind natürlich ganz viele Lager und Gelenke und Buchsen. Die müsste man dann nach der Reihe einfach mal ausbauen, sauber machen, fetten und irgendeine wird es sein. Was es sehr gerne ist und sehr oft, sind die Dämpferbuchsen. Da könnt ihr auch mal schauen, ob die Spiel haben. Dafür haltet ihr auch einfach hier den Rahmen fest. Und dann geht ihr mit den Fingern an die Dämpferbuchsen. Ja, die sind logischerweise immer am Anfang, am Ende vom Dämpfer, wo der Dämpfer befestigt ist. Daumen, Zeigefinger hinhalten, Rahmen anheben und schauen, ob da ein Spiel vorhanden ist. Wenn ihr da ein Spiel merkt, dann solltet ihr die Dämpferbuchsen auf jeden Fall mal tauschen. Ansonsten auch mal durchchecken, ob der Rahmen an sich Spiel hat, also Hauptrahmen mal fest in die Hand, mit der anderen Hand hinten die Schwinge und dann einfach mal ein bisschen wackeln. Da darf kein Spiel sein, ne? Auch unten einfach mal an der Strebe und dann einfach mal so den Rahmen durchgehen. Da darf einfach kein Spiel sein. Ja, auch die Laufräder dürfen kein Spiel haben. Das muss alles fest sitzen. Also das wirklich mal abchecken und irgendwo werdet ihr was finden, wenn der Rahmen knackt. Wenn ihr nichts findet, was Spiel angeht, dann müsst ihr wirklich Schraube für Schraube, Lager für Lager, Buchse für Buchse, Dichtung für Dichtung. Ja, klingt jetzt hart, ist auch hart, kostet viel Zeit, macht teilweise keinen Spaß, kommt auf den Rahmen drauf an. Aber das ist es in der Praxis leider sehr oft, weil natürlich die ganzen Gelenke, es kommt Dreck hin, ihr benutzt das Bike, da kann es halt schon mal sein, dass da was knackt. Aber so ist prinzipiell die Vorgehensweise bei einem vollgefederten Bike. Was wir jetzt noch haben, was knacken kann, ist die Verbindung zwischen Federgabel und Laufrad oder eben Rahmen und hinteres Laufrad. Also da ist ja quasi auch das Laufrad, hat eine Achse
und diese Achse steckt im Rahmen und meistens ist da ein Schnellspanner durch oder eine Steckachse. Die verschraubt man dann und dann wird das Laufrad, die Laufradachse an den Rahmen gedrückt und dann hält das Ganze. Und die Achse, die da drin ist, also der Steckachse oder der Schnellspanner, den solltet ihr auch ein bisschen fetten. Ich zeige euch das mal eben. Ich habe jetzt aktuell nur einen Schnellspanner da. Das ist jetzt ein Schnellspanner, ja, der geht durchs Laufrad durch, wird dann hier festgezogen und dann wird das Ganze an den Rahmen rangedrückt und diesen Schnellspanner einfach mal ein bisschen fetten. Weil der liegt ja auch im Laufrad drin und tut sich, wenn das Laufrad in der Kurve arbeitet, das bewegt sich alles ganz leicht mit. Und wenn natürlich dann die Kontaktflächen nicht gefettet sind, kann es eben sein, dass es da knackt. Das ist aber wirklich ein Bereich, also so Schnellspanner und Steckachse, das ist ganz selten, dass es da mal knackt. Das sind jetzt dann wirklich schon die Spezialfälle. Was auch Spezialfälle sind, sind dann die Laufräder an sich. Ihr habt ja im Laufrad auch nochmal ein Lager und eine Welle drin. Die muss natürlich auch passen, die darf kein Spiel haben und muss gefettet sein, aber das sind Bereiche, das kommt wirklich sehr selten vor und wenn ihr sowas habt, dann ist es auch sehr schwer, das jetzt wirklich schnell zu beheben, weil da müsst ihr dann trotzdem das Laufrad ausbauen, bei einigen Laufrädern müsst ihr die Kassette abnehmen, dann müsst ihr oft die Bremsscheibe demontieren, damit ihr die Achse rausnehmen könnt. Also das sind dann schon längere Servicearbeiten. Gibt es auch zu einzelnen Laufrädern von mir schon Videos zu. Allerdings gibt es so viele verschiedene Laufräder. Bisher habe ich natürlich noch nicht zu jedem Laufrad ein Servicevideo. Also da muss man dann einfach im Internet auch mal schauen, dass man entsprechende Explosionszeichnungen oder Videos oder PDFs dazu findet, wie man das Laufrad auseinanderbaut. Aber wirklich, also dass ein Knacken vom Laufrad kommt, ist wirklich eher selten. Kommen wir jetzt zur Bremsanlage. Ja, auch die Bremsanlage kann Knacken verursachen. Gerade an der Federgabel vorne, die Kontaktfläche zwischen Bremssattel, eventuell einem Adapter und Federgabel, das sind Flächen, die ja wo auch die Bauteile einfach mit einer Schraube aufeinander gepresst werden. Und wenn die sich jetzt beim Bremsvorgang minimal verschieben oder so eine leichte Krafteinwirkung erfahren, dann kann es natürlich sein, dass da ein Knacken entsteht. Da allerdings nicht fetten, ja, also Bremsscheibe und bei den Belegen, da wirklich kein Fett verwenden. Da hilft es in der Regel meistens, wenn man einfach mal den Bremssattel runterschraubt, den Adapter runterschraubt, das Ganze sauber macht, die Schraube mal sauber macht, Loctite an die Schraube macht, ja, am Bremssattel und an der Bremsscheibe gerne Loctite verwenden, also Schraubensicherung, für die, die es nicht kennen. Das ist Schraubensicherung. Reicht meistens Medium, dass die Schrauben sich nicht verdrehen können und dann ist so ein Knacken an der Bremsscheibe normalerweise auch weg. Man muss dazu sagen, ein Knacken an der Bremsscheibe oder am Bremssattel, je nachdem wie man es sieht, ist sehr schwer zu unterscheiden vom Steuersatzknacken. Da ist es dann meistens schon hilfreich, wenn man jemanden zweiten hat und dann muss man wirklich mit dem Ohr an Rahmen mal rangehen. Hört man es jetzt direkt bei der Schale vom Steuersatz oder hört man es jetzt direkt bei der Bremsscheibe, beim Bremssattel? Also da hilft es oft auch, wenn man zu zweit ist, weil gerade durch die Carbonrahmen wird so ein Knackgeräusch extrem voluminös, sage ich mal, hörbar. Und man kann das teilweise echt ganz schlecht sagen, wo das herkommt, weil es durch den ganzen Rahmen irgendwie verteilt. Und ich hatte es schon ganz oft. Ich habe an der Steuersatzschale gehört und ich dachte, der Steuersatz knackt und letztlich war es das Innenlager unten, obwohl es sich wirklich so angehört hat, wie wenn es von oben kommt. Also das ist manchmal echt strange, je nachdem, wie der Rahmen gebaut ist, wie der innen hohl ist und wie sich der Schall im Rahmen verbreitet. Also da wirklich nicht aufs Gehör verlassen. Da müsst ihr euch wirklich an das halten, was ich euch vorhin so ein bisschen erklärt habe, wo ich euch erklärt habe, wie man den Steuersatz knacken rausfindet, schaut, ob der Spiel hat, wo man schaut, ob die Kurbel Spiel hat. Das ist wirklich sehr wichtig. Damit sind wir am Ende von diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder helfen. Schreibt mal in die Kommentare, wo euer Bike knackt und ob ihr das Problem lösen konntet. Wenn nicht, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich helfe euch gern weiter. Seid mir nicht böse, wenn ich immer nicht gleich antworten kann. Ich habe echt immer viele Anfragen von Leuten, die ein bisschen Hilfe brauchen beim Schrauben an ihrem Bike. Da bin ich natürlich immer nicht ganz so schnell und kann gleich alles beantworten. Aber ich schaue immer, dass ich möglichst alles abarbeite, aber das kann eben ein bisschen dauern. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß mit anderen Videos und beim Beheben von euren Knackgeräuschen. Macht es gut, Servus!